Ja, und schon ist man wieder da, ne? Wie das Ganze eben dann so ist. Wir sind natürlich heil und gesund nach Hause gekommen. Das ist mir natürlich dann auch immer sehr, sehr wichtig. Aber ich hatte ja gesagt, die Bremse quietscht, ne? Also ich muss sagen, wir haben mit dem Auto wieder alle vier Jahreszeiten durch, ne? Es war Frühling, es war Sommer, Herbst und auch Winter zwischendurch. Temperaturen waren plus 1 bis 31 Grad. Ne? Also immer so ein bunter Mix. Und ja, ein paar Straßen waren gesperrt, wie das dann eben so ist. Manchmal klappt es nicht so einwandfrei, aber komm, ist doch eine geile Sache gewesen. Jetzt sind wir wieder hier und ja, er sieht natürlich jetzt dementsprechend durcheinander aus. Wenn du natürlich 10 Tage mit dem Auto unterwegs bist, da sammelt sich schon das ein oder andere an. Das heißt, ich muss noch ein paar Sachen rauskramen aus dem Auto, aber wir haben auch ein paar Flecken im Sitz. Das ist leider dann oftmals so ein bisschen dem Fahrstil geschuldet. Dann läuft schon mal irgendwo was auf die Sitze. Das müssen wir natürlich auch wegmachen. Aber quietsche Bremse, kein Bock drauf, müssen wir fertig machen. Ich habe auch gesehen, ein Wischerblatt ist kaputt. So sieht das Ganze jetzt aus. Ihr seht natürlich an Fußmatten sauber machen. Da ist leider ein Fleck auf dem Sitz. Da ist dann was daneben gelaufen und er steht jetzt bei, ich hoffe, man kann es erkennen, 180-300. 180-300 und so sieht das Ganze aus. Ich glaube, hier hinten haben wir auch noch, auf der Rückbank ist auch noch ein Flecken, aber ihr seht, das ganze Auto ist natürlich jetzt noch voll mit irgendwelchen Sachen und ich suche noch Pesto-Soßen, die müssen irgendwo noch hier im Auto liegen. Ja, der Kühlschrank ist natürlich auch geil, den habe ich jetzt natürlich schon geräumt und natürlich in Italien gibt es natürlich die Nudeln günstiger. Ein Kilo Nudeln kostet jetzt 2 Euro, glaube ich 2,09 Euro. Dann haben wir hier noch Cola und irgendwo muss auch noch unsere Pesto-Dose sein. Und hier, das sieht auch aus, ne? Wie Krombacher, ist es aber nicht. Ja? Also wenn du so schon vielleicht Reihertür auf dem Kessel hast, dann denkst du, das ist Krombacher, ist auch nicht, schmeckt auch nicht wie Krombacher. Geht eigentlich fast gar nicht, das Zeug. Aber irgendwo muss ja noch mal eine Pesto-Soße sein. Aber ja, Kühlschrank, den sollte man auch leer machen, bevor man den wieder wegstellt. Ist halt, oh, guck mal, da ist noch Wasser drin. Und Cola ist da auch noch drin. Na, ist egal. Müssen wir auf jeden Fall noch sauber machen. Bremsengeräusche hatten wir jetzt nicht nur beim Bremsen, also bei so einer langgezogenen Passstraße, die wir dann da ja gefahren sind, sondern wir hatten das auch bei Kurvenfahrten. Ne? Als wenn sich ein Bremsbelag vielleicht nicht weit genug von der Scheibe löst. Man hatte dann immer so ein Wick, 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 also wie so ein Wellensittich, ne? Der dann so am Surren ist, so nach dem Motto. Wir fahren das Ding rein, wir gucken uns das Ding jetzt nochmal an. Eigentlich ist schon fast Winterräderzeit, ne? Wir haben jetzt Mitte September, jetzt ist es noch ein bisschen früh, das heißt, wir machen eben jetzt die Bremse, nehmen es auseinander. Die Bremse ist montiert worden, glaube ich, bei 130, jetzt hat er 180. Jetzt kann man sagen, lohnt sich das noch? Ja, wir gucken uns das Tragbild an. Ich denke mal, es wird sich lohnen, denn die erste Bremse, meine ich, hat 130.000 gehalten. Ja, das heißt, wir hätten gerade Halbzeit und da würde ich dann doch schon sagen, macht rausnehmen, reinigen, durchaus Sinn, vorausgesetzt die ganze Mechanik ist in Ordnung. Aber bevor wir loslegen, schauen wir natürlich einmal im Maschinenraum rein, jetzt so nach dem Urlaub. Wir haben den Service gemacht bei am 31.08.24 und wir haben heute, glaube ich, den 18.09. sind 4000 Kilometer gefahren. Wir haben den Service gemacht bei 176, 135 haben wir alles neu gemacht. Das Video hast du vielleicht gesehen, andernfalls verlinke ich euch das hier irgendwo so. Ne? Also da haben wir nochmal alles rausgeschmissen, auch Getriebeöl und ich sag mal, das, was wir mit dem Auto natürlich auch veranstalten, weiß nicht, ist das Hardcore, ist das normale Nutzung, ich weiß es nicht. Also ich benutze meine Autos so. Ne? Die müssen mir 24/7, wann immer ich möchte, möchte ich mich da reinsetzen und problemlos fahren. Und auf der anderen Seite muss man natürlich dann auch ein bisschen das alles so im Auge behalten. Ne? Jetzt kann ich das natürlich verstehen, wenn du vielleicht da nicht so diese technische Affinität hast, dann such dir irgendeinen Schrauber, der regelmäßig über deine Karre guckt. Ne? Also Ölverbrauch hatten wir bis jetzt nicht. Wir ziehen Ölwerkstatt mal raus. Bis jetzt hat er sich ja noch nichts genommen in irgendeiner Art und Weise und jetzt nach 4000 Kilometern steht er exakt da, ne, genau bei Maximum, genauso wie es sein soll. Ja, auch sonst ist ja nichts Spektakuläres passiert. Das, was wir neu machen müssen, sind Wischerblätter und zwar vorne und hinten. Hinten ist, glaube ich, immer noch das erste drauf, aber ansonsten fülle ich jetzt hier gleich scheibenklar auf. Und mich hat jemand gefragt in einem letzten Video, was das für ein grünes Ding ist. Das ist ein Betriebsstundenzähler, weil ich parallel noch eine Messung so vornehme. Ihr kennt mich ja, ich muss ja immer irgendwie so ein bisschen messen, prüfen, schauen, gucken. Aber wir machen jetzt hier nochmal den prüfenden Blick. Wir hatten das letzte Mal ja hier eine tote Ratte liegen. Die haben wir diesmal nicht. Das finde ich auch sehr, sehr nice. Und hier kann man es nochmal erkennen. Bei 147.000 am 19.07.23. Dann haben wir am 7.11.23 bei 157.000. Dann haben wir am 25.05.24 bei 167.000 und am 31.08. 176.000. Und jetzt steht er bei 180.000.
Ne, da haben wir alles neu gemacht. Und ich habe hier immer auch die Stunden, ja, ich sage mal die Stunden, die ich gefahren bin. 239 Stunden, 417 Stunden, 615 Stunden und hier müsste auch draufstehen, genau, 755 Stunden. Ich wollte einfach mal so schauen, was, ja, oder um es nochmal vielleicht zurückzuspulen etwas. Viele Leute haben geschrieben, ich gehe nach Betriebsstunden. Ja, ich mache alle, keine Ahnung, 200 Betriebsstunden mache ich einen Ölwechsel, also so ähnlich wie das bei Baumaschinen oder bei Landmaschinen der Fall ist. Und darauf wollte ich eigentlich reagiert haben. Das läuft allerdings jetzt schon ein bisschen länger, nämlich, weiß ich nicht, das ist jetzt 755 Stunden schon drin und wir haben den reingepackt bei 133.000. Also da wollte ich eigentlich mal so schauen, können die Leute recht haben? Kann man vielleicht sagen, okay, für manche Leute ist es vielleicht besser, die Betriebsstundenzeit zu nehmen und nicht die Kilometer. Das sollte eigentlich so eine Messreihe werden. Aber da bin ich noch dran, da komme ich auch irgendwie nicht zu, das jetzt wirklich mal final festzustellen, beziehungsweise mal aufs Blatt Papier zu bringen. Aber vielleicht könnt ihr ja mal eure Erfahrungen bezüglich Betriebsstunden, ich weiß, dass das bei Landmaschinen und bei Baumaschinen der Fall ist. Und vielleicht ist das ja auch irgendwie ein hilfreicher Indikator für Fahrzeuge, die vielleicht nur in der Stadt bewegt werden. Ne? Vielleicht macht da Kilometer überhaupt keinen Sinn, aber eben die Betriebsstunden. Ne? Du stehst, keine Ahnung, zieh mal an der roten Ampel, Bahnübergänge, das Ding läuft im Leerlauf und so weiter und so fort. Erkennt diese, ja, wie soll ich sagen, diese Außenseiter-Fahrprofile, wenn man das so nennen möchte. Ja, das läuft jetzt noch. Ich lasse das jetzt auch weiterlaufen. Ich habe mir die Daten alle ja aufgeschrieben und vermerkt. Und muss mal gucken, was ich dazu komme, aber im Moment ist das ein bisschen eng. So, jetzt gucken wir uns hinten final die Bremse an. Und reingekommen ist sie, glaube ich, bei 130.000. Wir haben jetzt 180. Das wäre nach Adam Riese 50.000. Das kann man sagen, weißt du was, lohnt sich ja gar nicht mehr. Schmeiß lieber eine neue rein. Das kann man machen. Aber ich gebe zu bedenken, dass die Bremsen bei diesem Modell bei halbwegs vernünftiger Fahrweise ohne Ende halten. Ne? Ihr habt also häufig eher die Problematik, das kennen die Hybridfahrer schon, dass hinten vielleicht mal die Sättel festgehen, einfach durch Nichtbetätigung, weil ihr natürlich sehr viel rekuperiert, dadurch wird die Bremse hinten nicht betätigt. Ihr müsst bei manchen E-Fahrzeugen schauen, wie hinten die Bremse aussieht. Also ich glaube, da bist du auch alle zwei, spätestens alle vier Jahre beim TÜV dabei. Da bist du gar nicht so viel Kilometer gefahren, aber ist das einfach alles festgerostet. Das haben wir hier auch das Problem und oder nicht ganz so das Problem, aber es kann zu einem Problem werden, gerade wenn du dann noch eine vorsichtige Fahrweise an den Tag legst. Ne? Man sollte ja immer so ein bisschen vorsichtig defensiv fahren. Ja, und das würde jetzt bedeuten, dass wir dann die Bremse rausschmeißen würden, aber sie hat beim ersten Mal 130.000 gehalten. Wenn sie jetzt 50 drin ist, dann hätte ich noch über die Hälfte Guthaben und das möchte ich natürlich auch jetzt nicht einfach so verschwenden. So, schauen wir mal hier vorne und ich glaube, da kann man erkennen, da ist noch genug Fleisch drauf. Das ist also irgendwie, beide Bremsen sind so bei 130.000 neu gekommen. Hier sieht man auch noch ein bisschen die Keramikpaste. Aber die Bremsscheiben sind auch noch gut, das Tragbild ist Bombe, das heißt, da machen wir nichts dran. Wenn wir jetzt mal hier hinten schauen, das Rad, ja, dreht sich frei und haben wir da noch, ja, da ist auch noch, da ist noch so viel drauf, also das wegzuschmeißen, das macht wenig Sinn, aber die Handbremse ist los, das Rad dreht sich frei, das heißt, da dürfte jetzt erstmal nichts großartig fest sein, aber ich meine, das Ganze käme von hinten rechts. Hier schauen wir jetzt mal hinten rechts, da ist also auch genug Fleisch drauf, wir gucken uns gleich mal den inneren Bremsklotz an, aber auch hier. Ja, vielleicht bleibt es minimal, aber dass man jetzt davon reden kann, dass die Bremse jetzt fest ist, ist eigentlich jetzt ja auch nicht. Das heißt, wir nehmen die jetzt hinten auseinander und machen die sauber. So, hier zur Vollständigkeit. Bremsklötze sind in Ordnung. Tragbild, Bremsscheibe ist auch in Ordnung. Da können wir also noch lange fahren. Und wir wollen mal schauen. Jawolski. Und dann hier eben mit dem Schlagschrauber. Hier, das geht noch gut ab, das müssen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen sauber machen. Aber jetzt machen wir eben ganz einfach hier mit dem Schlüssel den Sattel zur Seite. Das ist ja theoretisch schnell gemacht. So, Nummer 1 und Nummer 2. Dann gucken wir gleich mal, ob die Muffen vielleicht fest sind. Glaube ich aber nicht. Ah, drehen sich sogar mit hier. Muss man ein bisschen gegenhalten. Gucken wir uns das Ganze mal an. 1. Und nochmal.
Man kommt schon her jetzt hier. Zwei. Wenn man hier mal schaut, das Tragbild ist doch echt super. So, jetzt gucken wir mal, ob wir die Sache hier abbekommen. Also hier ist eine Schraube, wo das Handbremsseil eingerastet ist. Die geht sogar noch los. Und das ist natürlich dann schon der Vorteil, wenn man alles mal so nachgewachst hat. Ne? Haben wir auch schon mal ein Video zu gemacht, wo wir die Lenkungsteile, die Achsteile alle mal nachgewachst haben. So, geht die jetzt los? Ja, ja, das ist so eine kleine Zinnerschraube. Jetzt bin ich gespannt, ob wir den Sattel auch abbekommen. So, einen zweiten Schraubenzieher nehmen, dann geht das auch. Perfekt, und jetzt gucken wir mal. Also der war leichtgängig. Der war an sich auch leichtgängig. Aber wir nehmen sie mal raus. Und ihr seht, nach 50.000 haben wir kaum was verbraten. Ey. Das ist doch geil. So, müssen wir gucken, ob rechts und links gleich sind. Ich glaube nicht. Das ist der äußere. Und das ist der innere. Ja, der hat also hier die... Ne, doch, der hat den Verschleißkontakt. Verschleißkontakt kommt immer nach innen. Das heißt, wir machen das jetzt hier sauber. So richtig anständig. Und machen das hier natürlich auch alles sauber. Dann sollte das auch wieder gut sein. Ja, um die Bremsklötze sauber zu machen, nehmt ihr am besten K-Graf 19. Schauen wir mal, dass wir die so ein bisschen sauber bekommen. Ja, hier ist natürlich schon ein bisschen die Sache durch. Das ist ein bisschen komisch, denn normalerweise sollte das Ding ja schon ganz gerade aufliegen. Aber das sieht alles in Ordnung aus. Also ihr müsst natürlich zusehen, dass ihr dann später, hier ist der Kolbenabdruck, ne? Hier seht ihr, dass das schon so ein bisschen abgenutzt ist. Ja, machen wir erstmal sauber, mal gucken, was da zum Vorschein kommt. Ja, und dann machen wir den anderen Kram, machen wir gleich auch sauber. Und dann bin ich mal gespannt, ob es immer noch quietschen wird. Also so von der Belag, wenn ich mir so den Belag anschaue, ja, der ist jetzt noch nicht verglast, das sieht noch gut aus. Übermäßig Staub haben wir da auch nicht. Ja. Ja gut, das ist jetzt so ein bisschen, das ist durch, ne? Hier, das ist ja extra so eine Anti-Quietsch-Geschichte. Müssen wir gucken. Wir nehmen die jetzt nochmal, wenn sie nochmal quietschen sollten, machen wir sie neu. Theoretisch kann man auch hier die Bremsscheiben, die kann man noch lassen, da ist also wirklich noch gar nichts mit. So, ich muss sie mal eben ausmachen, also hier alle sauber machen. Die sind auch leichtgängig, der und der. Passt. Dann nehmt ihr K-Graf 29, die Keramikpaste, und dann machen wir alles wieder in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. Ja, noch ein bisschen schön und dann müsste gut sein. Ihr habt ja auch noch, um so ein bisschen zu dosieren, damit ihr die Bremsscheibe gleich nicht ganz versaut. Zack, zack. Das, was auf die Bremsscheibe kommt, müssen wir natürlich wegmachen. Ne? Ist klar. Perfekt und perfekt. Jetzt drehen wir das Ganze ein bisschen weiter. Zack, bumm. Sauber. Auf der anderen Seite auch. So, und dann der mit dem Verschleißanzeiger, der kommt nach innen. Das muss ich mal eben, glaube ich, an die Seite stellen. Ich kann nämlich sehr schlecht hier gucken. So, auf der Seite ist drin. Jetzt machen wir das hier auch noch. Und dann sollte Schluss sein mit Quietschen. So, passt auch. Ne? Also ist alles ganz, ganz leichtgängig. Jetzt kommt das Ding wieder drauf. Kann sein, dass wir den noch ein Stück zurückdrücken müssen. Weil wir da natürlich über die Spitzen kommen müssen hier. Die habt ihr ja auf der anderen Seite auch. Das mache ich jetzt mal eben. Aber wichtig ist, wenn ihr den Bremskolben jetzt hier zurückdrücken wollt, hier ist das spezielle Werkzeug. Das habt ihr ja schon x-mal in meinen Videos gesehen. Und ihr müsst hier links rumdrehen. Also auf der linken Seite links rumdrehen. Ich glaube, auf der rechten Seite rechts rumdrehen. Aber hier müsst ihr zumindest links rumdrehen. Das machen wir jetzt mal eben. Also hier wird der Kolben links rum gedreht. So, und dann geht das auch. Aufpassen, dass ihr die Manschette nicht kaputt macht. Einfach nur so ein kleines Stück, dann geht der Sattel einfach besser drauf. Und ihr habt einfach nicht so ein Problem damit. So. Das sieht doch Bombe aus.
So, ich setze dann immer erst alle Schrauben an, was bedeutet, wir müssen natürlich jetzt hier das Handbremsseil wieder richtig mietfest machen, die Schraube entsprechend reinsetzen und dann knattert sie in der Nuss. Könnt ihr ganz einfach hier wieder festziehen. Handbremsseile sind auch soweit heile. Ja, die Sättel gehen in Endstellung zurück, von der Seite aus ist alles Bombe. Den stellen wir um. Eins und natürlich auch hier die Nummer 2 kann sein, dass ihr das untere so ein bisschen festhalten müsst, sonst dass sich das mitdreht, so wie jetzt in diesem Fall. Geht aber. Mann. Obwohl das schon fast Winterreifensaison ist. Aber ich wollte jetzt echt nicht so lange mit einer quietschenden Bremse durch die Gegend fahren. Da hatte ich jetzt wirklich keine Lust zu. Nochmal hier, ob die fest sind. Ne, der ist lose. Und der ist auch lose. Okay, sauber machen. Gucken wir uns mal eben an, ob sie verglast sind. Ne. Ne, die sehen noch ganz gut aus. Gebrochen sind sie auch nicht. Kaputt sind sie auch nicht. Von der Seite aus alles sauber machen und wieder zusammenbauen. Hier müsst ihr natürlich jetzt rechts rumdrehen. Ich mache jetzt nur so ein kleines Stück, damit das Ding einfach gleich ein bisschen besser drauf fluppt. Braucht ihr nicht bis zum Anschlag machen. So, achtet auf die richtige Position, damit ihr das Ganze auch wieder gut angesetzt bekommt. Noch ein kleines Stückchen. Ja, hier seht ihr, dass das Ding ja auch schon durch ist. Ja, und dann kann es natürlich quietschen, ne? Wenn der Kolben nicht gerade hinten drauf drückt. Ja, und das sind dann die Nasen, die dann durchaus, hier seht ihr, dass der Kolben praktisch mit der Nase hier rein muss. Ja, der hat also so 4 Ecken. Ja, das müsst ihr schon richtig machen, damit dieser Punkt auch wirklich so, ich zeige euch das nochmal eben, hier drin sitzt. Ja, ich würde sagen, alles wieder zusammen, so wie es soll. Das Ding haben wir nicht los. Die beiden Schrauben hier oben und unten sind fest. Und Handbremsseil müsst ihr auch festmachen. Das liegt ja hier auf und that's it. Ja, ihr kennt das ja, ne? Danach 2-3 Mal auf die Bremse treten, damit der Kolben wieder ranfährt. Und dann auch die Handbremse entsprechend ziehen. Ja, kann sein, dass sich der Hebelweg jetzt erst wieder neu justieren muss. Ne? Wenn die Kolben erst wieder dran sind, verändert sich natürlich dann auch der Hebelweg. Ja, theoretisch, was sind jetzt die Schäden? Ne? Ich sag mal, wir brauchen noch neue Wischerblätter. Ne? Die sind jetzt wirklich ein bisschen ranze. Jetzt fängt auch so langsam die Regenzeit, glaube ich, wieder an. Und hinten ist, glaube ich, immer noch das erste drauf oder so. Ne? Aber es ist komplett daneben. Aber ey, ich sage immer, solange wie es dabei bleibt, habe ich damit überhaupt kein Problem. Und er hat die Strapaze auch wieder gut gemacht. Von der Seite aus, Kraftstoffverbrauch ist natürlich, variiert sowas von extrem. Also wie gesagt, als wir da um den Gardasee gefahren sind, waren es 3 Liter. Ja. Und wenn du Autobahn fährst, natürlich 5,5. Wir sind auf dem Rückweg ein bisschen gestocht, aber über 6,5 ist er da nie gegangen bei konstant 150. Ne? Das macht natürlich für einen Hybridantrieb nicht mehr wirklich viel Sinn, aber irgendwann willst du ja auch mal nach Hause. Ne? Ja, ich sage vielen Dank, dass du dir dieses Video bis hierhin angeschaut hast. Die Schäden sind alle beseitigt. Theoretisch läuft er jetzt bis glaube Anfang Oktober im Daily Business. Ja, das heißt um die 500 Kilometer in der Woche, so grob geschätzt. Und wir werden noch einmal wegfahren. Also das ist schon irgendwie länger gebucht. Das wird aber Anfang Oktober erst werden. Obwohl, das ist ja auch schon bald. Ne? Ja. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen reinhauen, dass wir die Leute alle fürs Winterbusiness jetzt hier so langsam durchgeschleust bekommen und ja, dass ich dann mal wieder am Wochenende frei habe. Ich sage vielen, vielen Dank. Lass dir gut gehen. Bis denne. Ciao.